Hallo zusammen an diesem sonnigen Tag. Wir haben uns hier zusammengefunden, um mal wieder über die vielversprechendsten Neuerscheinungen zu reden, dieses Mal für den Oktober. Ein eigentlicher Messemonat, durch Corona mittlerweile ja irgendwie nicht mehr so möglich, das mit den Messen. Nichtsdestotrotz erscheinen sehr viele Bücher im Oktober. Und die für mich 9 vielversprechendsten möchte ich euch jetzt hier vorstellen. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jedes Mal, in jedem Monat, flutschen mir irgendwelche Bücher durch die Finger, die ich eigentlich auch interessant gefunden hätte, aber die ich halt irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Egal. 9 Bücher habe ich euch jetzt hier mitgebracht. Wir beginnen mit Buch 1, das voraussichtlich am 17. Oktober erscheinen wird, nämlich Der dunkle Spiegel, Edward Snowden und die globale Überwachungsindustrie. Es kam ja im September das Buch von Edward Snowden, Meine Geschichte, Permanent Record, als Taschenbuch raus. Und jetzt im Anschluss davon erscheint jetzt nochmal hier ein Buch, was das Thema nochmal aufgreift. Ich habe tatsächlich im September auch Permanent Record gelesen. Ich habe es gehört als Hörbuch. Ja, ich weiß, ich höre neuerdings Hörbücher. Es ist für mich auch noch irgendwie eine ganz neue Erfahrung. Ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehen soll. Der Autor dieses Buches ist ein Journalist, Enthüllungsjournalist, wenn man so will. Edward Snowden hat ihn zum Beispiel kontaktiert, um die Snowden-Enthüllung. Man kennt das. Hoffentlich, wenn nicht, lest oder hört es nach. Es lohnt sich extrem. Aber natürlich, wenn man so ein Fachgebiet als Journalist hat, werden einem noch weitere Sachen zugespielt. Und wie das für mich klang, wird in diesem Buch halt das irgendwie zusammengefasst, was diesem Journalisten alles in die Hände gespielt wurde, wie es eben um die Überwachungsindustrie steht. Und das ist ein Industriezweig. Alle betrifft, nicht mal durch unsere direkten Daten, sondern durch die Metadaten, jeden einzelnen Menschen, selbst die nicht im Internet unterwegs sind. Ich muss schon sagen, dass dieses Buch so diesen Beigeschmack von Trittbrettfahrer hat. Nichtsdestotrotz finden sich ja durchaus möglicherweise noch ein paar zusätzliche Informationen, die interessant sein könnten. Wie gesagt, das Buch Permanent Record von Edward Snowden empfehle ich uneingeschränkt. Und dieses Buch könnte auch nochmal so eine Ergänzung dazu bieten. Ich bin gespannt. Gleiches Datum, anderes Buch. Ich habe noch Solidarisch sein gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass. Ja, ich denke, der Titel ist selbsterklärend, darum geht es. Also es wird hier zum einen auch gegriffen, was ist Solidarität überhaupt? Hintergrund dieses Buches ist, dass der Autor Extremismus-Experte ist, aber auch Psychologe und sich hier vor allem auf die Jugendliche konzentriert, weil wenn halt so eine Anschläge wie in Hanau passieren, kommen natürlich zwangsläufig Fragen auf und die nach Antworten verlangen, die einfach schwer zu erklären sind. Und dort stoßen eben auch gerade die ersten Ansprechpersonen, also sprich die Eltern oder auch die Lehrerschaft, schnell an ihre Grenzen. Und so generell alle Themen, die halt während so eines Gesprächs oder in einer Debatte aufkommen können, werden hier anscheinend irgendwie aufgegriffen. Auch die Corona-Krise ist hier drinnen mit aufgegriffen, weil wir generell Solidarität nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch vom Staat ist generell gefragt. Von meiner Warte aus ist es zumindest gefühlt so, dass Empathie immer rarer wird, dass das nicht so eine selbstverständliche Fähigkeit ist. Und dieses Buch soll aber halt ein Plädoyer für eine solidarische Gesellschaft sein und es klang ganz interessant. Ich lese in letzter Zeit gerne mal so Sachbücher. Einen Tag später, voraussichtlich am 8. Oktober, wird erscheinen ein Lebenswerk über Ali Schwarzer. Ali Schwarzer, einer der bekanntesten, weil nicht unbedingt ersten Feministinnen, aber wie gesagt einer der führendsten Feministinnen. Ali Schwarzer ist ein Begriff, die sich sehr stark für Frauenrechte eingesetzt hat, die auch sehr viele Schmutzkampagnen über sich hat ergehen lassen, die bis heute wirken. Also für ganz viele ist Ali Schwarzer auch heute noch ein Kampfbegriff, was an sich schon irgendwie pervers ist, einfach nur einen Namen als Kampfbegriff zu sehen. Und das hier ist im Prinzip, wenn man so sehen will, der zweite Teil ihrer Autobiografie. Also es gab davor wohl Lebenslauf, wo sie halt ihren Lebenslauf so erzählt hat, also über ihre, wo sie herkommt, über ihre Kindheit und über ihre Jugend. Und in diesem Buch Lebenswerk erzählt sie halt über ihre Arbeit. Also wie es hier heißt, ihren Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kinder, gegen die Männerjustiz, das Abtreibungsverbot, Sexismus, Pornografie und Prostitution und noch ganz vieles mehr. Also dieses Buch umfasst wohl so um die 50 Jahre. Und nicht, dass ich alles uneingeschränkt, was Frau Schwarzer getan hat, jetzt unbedingt feiere oder befürworten möchte, kann man ihr nicht ihre
tragende Rolle im Kampf von Frauenrechten absprechen, finde sie als Mensch interessant, ihre Geschichte, ihren Werdegang, ihr Lebensweg halt interessant und interessiere mich dementsprechend auch für ihre Arbeit. Irgendwann möchte ich auch gerne nochmal Lebenslauf von ihr lesen, also ihre Biografie, Autobiografie. Bin aber tatsächlich noch ein bisschen mehr an ihrer Arbeit interessiert. Dann nochmal ein Service von mir für euch. Am 8. Oktober ebenfalls erscheint jetzt als Taschenbuch Realitätsschock von Sascha Lobo. Ich habe dieses Buch bereits gelesen, als es als Hardcover rauskam. Ich finde generell die Arbeit von Sascha Lobo sehr gut, auch wenn ich dort nicht immer mit einem kleinsten Detail übereingehe. Warum auch? Oder natürlich nicht. Aber ich finde seine Blickwinkel, seine Aspekte, die er da reinbringt, immer sehr interessant, bietet viele gute Denkanstöße. Bereits in der Hardcover-Ausgabe gab es nochmal so ein Bonuskapitel, den man dann über QR-Code, glaube ich, war das, sich dann abrufen konnte. Und in diesem Taschenbuch wird jetzt auch nochmal drin sein, noch so ein kleines Ding über den Corona-Schock. Und in seinem Buch geht er halt, wie gesagt, wirklich alles an, was irgendwie unsere Gegenwart irgendwie prägt oder ausgemacht hat. So die großen Ereignisse unserer Zeit. Wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen und vielleicht ist es ja auch bei euch so, wenn so ein Buch nochmal so als Taschenbuch rauskommt, so ist für mich immer nochmal so ein neuer Anreiz, nochmal genauer hinzusehen. Dementsprechend wollte ich es hier erwähnt haben. Dann ein Buch, worauf ich mich ganz, ganz besonders freue. Am 12. Oktober erscheint Qualityland 2.0 Kikis Geschichte. Ich habe Qualityland wirklich geliebt. Ich mag generell den Autor sehr gerne. Ich mag ziemlich alles, was Marc-Uwe Kling, also was seiner Feder entspringt. Qualityland ist im Prinzip eine Zukunftssatire. Also alles, was wir heute bereits haben, hat im Prinzip nur konsequent zu Ende gedacht und hat ein Land erschaffen, was Qualityland heißt, mit Quality Time und Quality Menschen, die da drin leben. Die jeweiligen Kapitel sind immer auch wieder unterbrochen von Werbung aus Qualityland. Es ist auch so eine Form von Gesellschaftskritik, generell mein absoluter Lieblingsbereich in der Literatur, wo ein so ein bisschen das Lachen auch im Halse stecken bleibt. Aber ich mag seine Art, es ist intelligent, es ist witzig, es ist gut erzählt und ich freue mich jetzt sehr darauf, dass es weitergeht, auch wenn ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung habe, wie das aussehen soll. Also wir verfolgen wohl schon noch unseren Protagonisten aus dem ersten Buch, nämlich Peter Arbeitsloser. Und er darf jetzt nun endlich als Maschinentherapeut arbeiten. Und Maschinen haben in Qualityland gerne mal ein Bewusstsein. Und im ersten Teil war es halt so, was hatten wir da? Zum Beispiel eine Drohne, die Flugangst hat. Jetzt schlägt er sich mit den Beziehungsproblemen seiner Haushaltsgeräte herum. Wie es einem hier versprochen wird, bekommt man ein Buch voller kluger Einfälle, skurriler Figuren und verblüffenden Plot-Twists. Ich bin gespannt. Also wirklich, dieses Buch ist ganz weit oben auf der Liste. Das ist eigentlich gesetzt. Ich möchte das unbedingt lesen. Ein Buch, was im Prinzip ebenfalls bereits gesetzt ist, schon allein, weil die Autorin heißt, wie sie heißt. Es erscheint nämlich auch am 13. Oktober ein neues Buch von Meg Wolitzer. Das da heißt, Das ist dein Leben. Meg Wolitzer ist, wie gesagt, für mich mittlerweile, hat sie einen Status erreicht. Wenn ich sehe, es erscheint ein neues Buch von ihr, möchte ich es lesen. Ihre Romane sind feministisch, allerdings sehr intelligent erzählt. So, dass das Thema allgegenwärtig ist, aber niemals im Fokus steht. Also es ist nicht belehrend, ihre Bücher sind Romane, sie sind sehr unterhaltend, aber sie vermitteln eben gute Werte, haben gute Themen. Hier ist es jetzt so, dass wir die alleinerziehende Dottie haben, die irgendwie ein Comedy-Star ist, allerdings ihre beiden Töchter eher selten sieht. Also ihre Kinder sehen sie mehr im Fernsehen als im echten Leben. Und das bringt natürlich Probleme mit sich, vor allem als dann der Stern beginnt zu sinken. Wie es hier heißt, mit viel Liebe für ihre Figuren zeichnet Meg Wolitzer ein Porträt einer unkonventionellen Familie, erzählt vom Erwachsenwerden, dem Leben als Mutter und verhandelt Themen wie Körperlichkeit und weibliche Identität. Klingt großartig. Ja, ich möchte bitte gerne lesen. Ich hoffe, ich komme dazu. Es würde mich sehr traurig stimmen, wenn nicht. Aber gerade Qualityland und dieses Buch liegen halt sehr dicht beisammen, was die Release-Termine angeht. Vielleicht auch so als kleine Abwechslung zwischendurch habe ich noch ein Buch, was eher untypischer ist. Am 13. Oktober habe ich In feiner Gesellschaft. Von der Geschichte her haben wir hier im Prinzip ein Beziehungschaos, nämlich ein Beziehungsviereck sogar im Laufe der Geschichte. Das verspricht natürlich sehr viel Drama, sehr viel Liebesgedöns, was überhaupt nicht, so gar nicht mein Lesebereich eigentlich ist. Aber wie es hier heißt, schreibt die Autorin, die übrigens Stylistin ist, mit scharfem Blick, subtilen Humor und einem feinen Gespür für Situationskomik. Situationskomik ist für mich schwierig in
schriftlicher Form abzubilden. Ich bin gespannt darauf, wie die Autorin das hinbekommt. Über die Dramen des Alltags, das macht immer Spaß und führt uns immer wieder genüsslich vor Augen, dass jede Liebe, mag sie noch so klein oder groß sein, etwas unfreiwillig Komisches an sich hat. Schon leichte Unterhaltungsliteratur, aber mit etwas mehr Niveau. Vielleicht sogar mit einem Hauch mehr Tiefgang, was halt nicht ganz so flach und trivial egal ist. Ich gebe zu, dieses Buch steht jetzt nicht unbedingt ganz weit oben auf meiner Liste, aber ich fand, es klang interessant. Ebenfalls am 13. Oktober erscheint die Chroniken des Aufziehvogels von Haruki Murakami. Ein Begriff. Das Ding ist, ein japanischer Autor, der aber in den USA lebt. War da nicht irgendwie was? Ich hab's vergessen. Ist auch eigentlich nicht so wichtig. Das Ding ist, ich habe schon häufiger mal versucht, japanische... Das heißt häufiger, ist jetzt voll übertrieben, aber ich hatte mich an japanische Bücher herangetastet und muss sagen, die Japaner haben auch so eine Mentalität, die mir nicht so zusagt, so eine Mentalität, das ist für mich so ein Sammelbegriff, wenn ich das in diesem Zusammenhang sage. Also auch so, jede Nation hat ja auch so ein bisschen ihre typischen Eigenarten zu schreiben. Das kann man rauslesen. Und es gibt so gewisse Länder, da mag ich das einfach nicht. Es liegt mir irgendwie nicht. Das macht mir dann schwer, einen Zugang zu den Geschichten zu finden. Das ist bei mir vor allem bei den skandinavischen Ländern so. Da zähle ich jetzt mal von diesen, also nicht von den Ländern her, sondern von diesem Stil her, da zählt für mich auch definitiv Finnland und Holland mit rein. Also die Niederlande, die haben den gleichen niederschlagenden, depressiven Stil und die Japaner schlagen dann eine ähnlichen Kerbe. Irgendwie nicht so meins und eigentlich war ich schon auf den, also ich bin mittlerweile auf den Stand, skandinavische Bücher haben sich für mich erledigt, das ist nicht meine Literatur. Und ich war jetzt auch, soweit zu sagen, wahrscheinlich sind es japanische Bücher auch nicht. Und natürlich wird einem dann sofort Murakami um die Ohren gehauen. So, probier's doch mal damit. Und jetzt erscheint, wie gesagt, dieses Buch von ihm nochmal, wie es hier heißt, also neu übersetzt in zum ersten Mal ungekürzte Variante, was auch immer das bedeuten mag. Stolzer Preis, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, was ist rechtfertigt, dass dieses Buch 34 Euro kostet? Oh, es hat 1000 Seiten. Heidewitzka. Nun ja, aber ich wollte es halt, wie gesagt, trotzdem mal erwähnt haben, so generell, es erscheint nochmal ein neues Murakami-Buch. Ich weiß nicht, ob ich nochmal es mit Murakami versuchen soll. Irgendwas schreckt mich an diesem Autor ab. Ich glaube, es ist nicht der Autor selbst, sondern dieser Hype, der um ihn gebaut wurde. Aber ich wollte dieses Buch hier in diese Liste jedenfalls aufgenommen haben. Und am 19. Oktober erscheint dann Der Orden des geheimen Baumes. Das ist der, Obacht, zweite Teil. Denn, wie gesagt, mir flutschen auch gerne mal Bücher durch die Finger. Der erste Teil erschien bereits im September. Hatte ich allerdings noch, oder das habe ich noch nicht allzu lange auf dem Schirm, dass diese Bücher hier überhaupt existieren. Das ist von der gleichen Autorin wie The Bone Season. The Bone Season war so eine Jugendbuchreihe, die ich vor Jahren mal angefangen hatte und ich fand die auch gut. Die wurde allerdings nicht weiter übersetzt. Im Deutschen gab es nur 2 Bände. Ich glaube, im Original, weiß ich nicht mehr, gab es 5 oder 6 oder irgendwie sowas. Ich hatte das aber auch nicht weitergelesen im Englischen. So wichtig war es mir dann irgendwie nicht. Jetzt aber, wie gesagt, erscheint nochmal eine neue Reihe oder eine neue Serie von ihr. Ich weiß nicht, wie viele Bände dieses Ding hier umfassen wird. 2 Bände sind jedenfalls angekündigt. Der erste, wie gesagt, erschien im September. Und ich überlege noch sehr, ob ich den nicht lesen sollte, mal versuchen sollte. Auch um zu sehen, wie die Autorin sich weiterentwickelt hat. Weil ich kann ehrlich gesagt auch nicht sagen, wie ich heute The Bone Season finden würde. Ich habe die Bücher aussortiert, weil, wie gesagt, so eine unvollständige, unbeendete Geschichte im Regal stehen zu haben, bringt mir halt irgendwie nichts. Aber man könnte ja es mal mit der neuen Serie denn hier versuchen, mit der neuen großen Saga. Oh, hier steht auch der zweite und abschließende Teil der großen Saga. Große Saga und dann 2 Bände? Widerspricht sich das nicht? Trifft sich aber ganz gut. Da läuft man zumindest schon mal nicht Gefahr, dass das Ding nicht weiter übersetzt wird. Oh, 544 Seiten, meine Güte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht viel über diese Bücher, weder über Band 1 noch über Band 2, außer, wie gesagt, dass die Autorin ist von und dass das ein Fantasy-Roman werden wird. Mächtige Frauen lenken und beeinflussen das Schicksal ihrer Welt. Klingt doch sogar mit einem leicht feministischen Touch. Also, ja, ich überlege sehr, den ersten Teil zu lesen. Und wenn ich den gut fand, würde ich auch den zweiten Teil lesen. Dementsprechend ist das hier in diese Liste aufgenommen. Und das war's dann auch schon. Das ist es gewesen. Das waren die für mich vielversprechendsten Bücher, die im Oktober erscheinen werden. Definitiv für mich gesetzt ist, wie gesagt, Quality Land 2.0. Möchte ich unbedingt lesen. Ich habe
hohe Erwartungen an dieses Buch. Ich hoffe, Sie werden nicht enttäuscht. Was ich ebenfalls super gerne lesen würde, was ganz weit oben auf meiner Liste steht, ist das neue Buch von Mac Wulitzer. Je nachdem, wie der erste Band ist, dann vielleicht auch der zweite Teil von Der Orden des Geheimen Baumes. Aber auf jeden Fall Mac Wulitzer, Marc-Uwe Kling, das sind für mich die beiden gesetzten Titel und drumherum werde ich mit meiner Leseliste zusammenstellen. Mal gucken. War denn auch ein Buch für euch dabei? Welches steht bei euch ganz oben auf der Liste? Und was sagt ihr zu Murakami? Seid ihr da eher pro? Eher so, Ich habe noch nichts von dem Autor gelesen. Wie gesagt, ich bin halt nur irgendwie abgeschreckt von dem Hype, der um ihn herum aufgebaut wurde. Ach, ich weiß nicht. Ab wann kann man vielleicht auch einfach sagen, so, nee, so Bücher aus diesem Land sind halt einfach nichts für mich. Wobei es ja jetzt auch nicht so ist, dass ich nur schlechte japanische Bücher gelesen hätte. Das stimmt nicht mal, aber ach, ich weiß nicht. Das war es sonst aber auch soweit von meiner Seite aus. Ich wünsche euch dann noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!